Nightwatch has been seen by Gerard Douw, Ferdinand Bol, Karel Fabricius, Leendert van Beieren, Jacob van Dorsten, Samuel van Hoogstraat, Abraham Furnerius, Bernard Keil, Christoph Paudis, Johan Ulrich Meyer, Hendrik van Uylenburg, Frans van... This building is... Dieses Gebäude ist das Rijksmuseum in Amsterdam, Holland. Es beherbergt die wichtigste Sammlung holländischer Malerei. Joris Dirks. Isaac de Jouderen. Govert Flint. Gerbrand van Rijksmuseum. Das Rijksmuseum ist gerade Schauplatz einer Schießerei. Die zuständigen Behörden sollten Ermittlungen aufnehmen. Where did the bullet go? I accuse you, gentlemen, of murder. Ein Mann ist tot. Man hat ihm durchs rechte Auge geschossen. Sein Name ist Hauptmann Piers Hasselburg und er befehligte die 13. Kompanie der Amsterdamer Bürgerwehr. The 13th Company of the Amsterdam Militia. Who killed him? Wer hat ihn getötet? Unter welchen Umständen? War es Mord? Und wenn ja, wer war der Täter? Und was war sein Motiv? Gibt es Beweise? Wer sind die Verdächtigen? Who are the suspects? There are a large... In diesem Drama kommen jede Menge Menschen vor. Soldaten, Offiziere, Kaufleute, Händler, Maler, Liebhaber, Ehefrauen, Mätressen, Bedienstete, Kinder, Waisen. Was haben sie mit dem Mord zu tun? In welcher Beziehung standen sie zu dem Ermordeten? Wo fangen wir am besten mit unseren Ermittlungen an? The Night Watch by Rembrandt. Rembrandt van Rijn malte die Nachtwache 1642 in Amsterdam. Das Gemälde ist der Schlüssel zu diesem Verschwörungsdrama, das in einem Mord gipfelt. Es ist eine Anklage, die nicht, wie gemeinhin üblich, in Worte gefasst ist, sondern in einem Gemälde dargestellt wird. Eine Anklage, ein ausgestreckter Finger, ein J'accuse. Rembrandts J'accuse. Das Gemälde enthält alles, was wir für unsere Ermittlungen in einem Mordfall brauchen. Alle notwendigen Beweise und alle wohlplatzierten Hinweise. Gemalt wurde es von einem ironischen, kritischen, ja wütenden und anklagenden Rembrandt, der abwechselnd Ermittler, Detektiv und Ankläger ist. In der Kunst ändert sich die Mode mit jeder Generation. Heutzutage gilt Rembrandts Nachtwache als das viertberühmteste Gemälde der westlichen Welt. An erster Stelle steht zweifelsfrei die Mona Lisa von Leonardo da Vinci. An zweiter Stelle das letzte Abendmahl, ebenfalls von Leonardo da Vinci. An dritter Stelle steht die Deckenbemalung der Sixtinischen Kapelle von Michelangelo. Und an vierter Stelle Rembrandts Nachtwache. Alle vier Maler kennen wir mit ihren Vornamen. Eine besondere Ehre, die darauf hinweist, wie vertraut wir mit den Künstlern sind. Die ersten drei Gemälde sind italienisch, römisch-katholisch und eine kolossale Propaganda für Italien und die römisch-katholische Mythologie. Das vierte Bild stammt von dem Sohn eines Müllers aus Leiden in den Niederlanden, die protestantisch und demokratisch waren und eine Republik.
Ebenso wie die ersten drei Gemälde, die Mona Lisa, das letzte Abendmahl und die Decke der Sixtinischen Kapelle, wurde auch die Nachtwache unzählige Male betrachtet, begutachtet und eingehend untersucht, und es wird allgemein vermutet, dass dieses Bild voller Geheimnisse steckt. Constant Dutilleux, Peter von Cornelius. Wie immer verwässern, übertreiben oder verzerren die Zeit und die Geschichte Dinge und Ereignisse und reißen sie aus dem Zusammenhang. Das gilt sicherlich auch für Bilder und Gemälde. Vor allem für die Gemälde, die Maßstäbe gesetzt und uns gezeigt haben, wie wir die Welt sehen sollen und dadurch unsere Einstellung bestimmt haben. Wir sehen die Welt durch die Augen derer, die uns die Bilder geschenkt haben. Und das waren seit mehr als 2000 Jahren fast ausschließlich Maler. Die meisten Menschen sind visuelle Analphabeten. Wie könnte es auch anders sein? Unsere Kultur basiert auf dem geschriebenen Wort. Unsere Schulsysteme lehren uns, Texte über Bilder zu stellen, was ein Grund dafür ist, dass das Kino bei uns immer mehr verkümmert. Allein die Tatsache, dass wir Augen haben, heißt noch nicht, dass wir auch sehen können. Angefangen mit unserer Kindheit, in der wir überredet werden, das Alphabet zu lernen, unsere Jugend hindurch, in der wir lernen, einen größeren Wortschatz anzuhäufen und unsere sprachlichen Fähigkeiten weiterzuentwickeln, bis ins Erwachsenenalter, in dem wir ständig die Fähigkeit verfeinern, durch Worte zu kommunizieren. Aber in unserer Kultur verbringen nur vergleichsweise wenige Menschen so viel Zeit und Geduld und Intelligenz mit dem Ansehen von Bildern wie mit dem Lesen von Texten. Die Komplexität unserer Kommunikation basiert auf Texten in gesprochener oder geschriebener Form. Infolgedessen ist die Interpretation von Bildern in unserer Kultur unterentwickelt, von wenig Sachkunde geprägt und verkümmert. Ist das, was wir sehen, wirklich das, was wir sehen? Oder sehen wir nur, was wir sehen wollen? Es heißt, das Bild habe immer das letzte Wort. Das ist ein Satz, der in jeder Sprache witzig klingt, aber trifft das auch wirklich zu? Schließlich ist das Wort auch ein Bild. Und wir nehmen diese Aussage als Text wahr und nicht als Bild. We receive that statement as text and not as an image. Die meisten Gemälde, außer denen in Kirchen, waren bis zur Eröffnung der ersten Museen Mitte des 19. Jahrhunderts nicht in der Öffentlichkeit zu sehen. Bei Rembrandts Nachtwache war das anders. Kaum war das Gemälde vollendet und die Farbe getrocknet, wurde es öffentlich gezeigt. This painting went on display immediately. It was on the wall in the militia headquarters within days of being finished. Many, many people came to see it, talk about it, comment on it. Its unveiling had been advertised well beforehand. Amongst thousands and thousands of viewers for a period of over 3.5 centuries. In etwas mehr als 3.5 Jahrhunderten haben Abertausende dieses Gemälde von Rembrandt angesehen. Darunter waren auch sachkundige, kenntnisreiche, wortgewandte und visuell geschulte und gebildete. Und diese Gesellschaft von Neugierigen hat immer wieder Fragen dazu gestellt. Es heißt, dass dieses Bild viele Geheimnisse enthält, die nicht zufriedenstellend beantwortet werden konnten. Seitdem sehen wir das Bild auf eine besondere Weise, nämlich als ein J'accuse, als eine Anklage wegen Verschwörung und wegen Mordes. As a J'accuse, an indictment of conspiracy and murder. Wir wollen 30 dieser 50 möglichen Geheimnisse der Nachtwache betrachten und zeigen, welche wichtigen Faktoren sie miteinander verbinden. 30 Geheimnisse und noch eines mehr, 30 plus 1. Und das 31. ist vielleicht das Bedeutendste, weil es den Boden für die anderen 30 bereitet. All the other 30. For this painting marked both the height of Rembrandt's talent, his audacity, his ambition. Denn dieses Gemälde zeigt Rembrandt nicht nur auf der Höhe seines Talents, seiner Kühnheit, seines Ehrgeizes und vielleicht auch seiner bombastischen, übersteigerten Selbstüberschätzung oder sogar seiner maßlosen Arroganz, sondern es zeigt auch,
vielleicht wegen dieser Charaktereigenschaften, einen David, der den Goliath seiner Zeit herausfordert. Will sagen, den Beginn seines Absturzes aus der Popularität, aus Glück und Ruhm, in die Armut, in die Zahlungsunfähigkeit und in die Missachtung. What is the painting? Worum geht es in diesem Gemälde? Was wollte Rembrandt uns damit sagen? Was beinhaltet dieses Bild, das nicht von Rembrandt und seinen Zeitgenossen die Nachtwache genannt wurde, sondern diesen Namen erst einige Zeit später erhielt? The Night Watch. Das Gemälde steht in einer langen, wahrscheinlich über 100-jährigen Tradition, die auf die Jahre um 1530 zurückgeht, ein speziell holländisches Genre, das militärische Gruppenporträt. Of the group military portrait. Die holländischen Provinzen, die nach Unabhängigkeit vom Reich der Habsburger strebten, befanden sich in einem lang anhaltenden Guerillakrieg mit ihren spanischen Herren in Madrid. With their Spanish masters in Madrid. Viele holländische Gemeinden hatten eigene Bürgerwehren, die sich aus ihren Bewohnern rekrutierten. Militärische Autodidakten, die sich, wenn nötig, versammelten, um ihre Familien, ihren Besitz und ihre Stadt vor dem Feind zu beschützen. Diese Gruppen besorgten häufig die ausgewählten Verteidigungs- oder Angriffswaffen. Armbrüste, Spieße und ab Ende des 16. Jahrhunderts eine Reihe neuer Feuerwaffen und Artilleriegeschütze, die aufgrund der Entwicklung neuer Militärtechniken überall in Europa aufkamen. Diese Bürgerwehrkompanien hatten starke lokale Bindungen und ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl und ließen sich gerne im Zustand der Bereitschaft malen, häufig in Uniform oder zumindest in einer Pose, die Solidarität und Vertrauen ausstrahlte. And confidence. Bloody burgers, gawking and smiling, poncing and posing. I can do better than that. There's Benjamin. Get a most desirable wife. Dimples and curls everywhere. He couldn't sit still. When I painted him, he had a bladder complaint. We had to keep the chamber pot by his chair. Als sich die Bürgerkriegssituation entspannte, entspannte sich auch das Militär. Aber wenn man einer Bürgerwehr angehörte, genoss man immer noch hohes Ansehen. Doch nun begannen andere Interessen dieser Soldaten auf Zeit, die Oberhand zu gewinnen. Der Handel, die Finanzen, das Bankwesen, der Landbesitz und die Politik auf allen Ebenen, ja, selbst die Künste. Die Bürgerwehrkompanien wurden mehr und mehr zu Herrenclubs. Jede Kompanie wurde von 5 Offizieren geführt. Einem Hauptmann, einem Leutnant, einem Fähnrich und einem oder 2 Sergeanten. Ob nun von einheimischen Künstlern oder von gefeierten Meistern ihres Fachs gemalt, die Bürgerwehrgemälde entwickelten im Laufe der Jahre ein eigenes Format, einen Strauß leicht zu identifizierender Porträts. Alle Figuren stellten, das Gesicht dem Betrachter zugewandt, ihren Reichtum und ihr Ansehen zur Schau. I want to draw everyone beforehand, that's essential. And I'm not doing long rows of pompous faces, but anyway, I have other things to do first. And I want 9 months. Human gestation period. It takes that long to make a baby, it will certainly take that long to make a painted army. Rembrandt, der Anfang der 1640er Jahre von der Amsterdamer Bürgerwehr den Auftrag für ein Gemälde erhielt, beschloss, mit dieser Tradition zu brechen. Wenn es sich um ein militärisches Gruppenbild handelt, wie ist dann Rembrandts Version dieses Genres zu deuten? Ist es ein historisches Ereignis? Ein Historiengemälde? Eine dokumentarische Wahrheit? Eine fiktive Rekonstruktion? Ist es ein Standfoto? Ist es Realismus? Ein Tableau vivant? Ein Filmbild? All diese Möglichkeiten der Nachtwache könnte man untersuchen, doch zuallererst sollte man es als ein gemaltes Theaterstück sehen. As a painted piece of theater. Desperate deed!
I will bestow on thee the reward of thy treachery. Thou wanton! Blacker than the vilest pit of hell! Think'st thou self an innocent? Think'st thou self chaste? I had rather prove thee what I know thou art. A whore! Witness thus the reward of dishonor. Es ist eine Theateraufführung, ein rekonstruiertes Theaterstück, in das Rembrandt mit peinlicher Sorgfalt eine Anklage hineingemalt hat. An indictment of guilt in paint. Your painting, Rembrandt, is a pretense, a fakery, a cheat, a dishonesty, full of impossible contradictions, unworthy of a truly intelligent man. Apart from all the other infelicities that demonstrate you did not fulfill the task asked of you, your painting, Rembrandt, is dishonest. So much so that this is not a painting at all. By its very nature, it denies being a painting. It is a work of the theater. Und wenn es ein sorgfältig choreografiertes Theaterstück ist, sollten wir es auch als solches sehen. We should view it as such. In diesem Theaterstück gibt es 34 Mitwirkende. 16 Offiziere, 16 Männer, 2 Frauen und einen Hund. Alle Figuren sind bewusst so kostümiert wie in einem Theaterstück. You have made a frozen moment of theater. You have stopped a costume play in action. They wanted the costume, we know that. But you encouraged them. And that was to be certain that we all knew that we were at the theater. And at the theater, all things are possible, even dying of love. Und alle Figuren sind bewusst so komponiert und choreografiert wie bei einem Standbild aus einem Theaterstück. But you have pretended that the people in your painting are not being watched. Which is the definition of an actor? An actor is a person who has been trained to pretend he is not being watched. So, all the people in your paintings are all actors? Not real people at all? Und sie sind beleuchtet wie in dem flüchtigen Moment eines Theaterstücks. Alle Personen mit dem Gesicht nach vorne auf der flachen Bühne angeordnet und den Blick auf die ausgestreckte Hand in der Mitte des Bildes gerichtet, die uns, die Zuschauer im Auditorium, einlädt, in ein Theaterstück einzutreten. To enter into a theatrical drama. All the world's a stage, eh, Rembrandt? You're gonna put us all on a stage in your painting. Warum der Triumphbogen? Ein Triumphbogen ist normalerweise nicht Bestandteil holländischer Bürgerwehrgemälde. Wir könnten zwar zustimmen, dass die Bühne von Rembrandts Nachtwache ein willkürlich gestalteter, künstlicher Raum ist, doch bezieht sich jeder szenische Entwurf immer auf einen konkreten Ort. Rembrandt malt dieses Gemälde vor allem für das Publikum in Amsterdam. Das würde nach dem Bezug suchen, vielleicht anderswo, vielleicht aber auch an Ort und Stelle. Triumphbögen sind üblicherweise in der italienischen Heldenmalerei zu sehen. Der Triumphbogen ist eine ausländische Idee, eine römische, eine italienische Idee. Wenn du einen Sieg oder eine siegreiche Kompanie feiern willst, baue einen Triumphbogen. Warum nicht auch einen Triumphbogen an diesem Ort, in Amsterdam? Damals war Amsterdam eine Stadt aus Holz und Ziegelsteinen und nur wenige Gebäude waren mehr als 4 Stockwerke hoch. Hier sehen wir ein Gebäude aus Stein, besser gesagt, es soll den Anschein haben, es sei aus Stein. Denn es ist leichter, Bögen in Stein zu bauen als in Ziegel. Das hatte Tradition in Amsterdam. Und kein Ereignis verdeutlicht dieses mehr als ein triumphaler Besuch im Jahre 1638, 4 Jahre zuvor. Ein denkwürdiges Ereignis, währenddessen in der ganzen Stadt Triumphbögen, Flaggen, Fähnchen und marschierende Kompanien Amsterdamer Bürgerwehren zu sehen waren.
Triumphbögen wurden eigens für besondere Anlässe errichtet und waren nicht für die Ewigkeit bestimmt. Sie waren aus Holz und wurden so bemalt, dass sie wie aus Stein wirkten. Will Rembrandt darauf aufmerksam machen, dass Amsterdam und seine Bürgerwehren in Täuschungsmanöver verwickelt sind? Are involved in a piece of municipal fakery? I insist we wear these. I'm paying, for God's sake. This, wrong color, too dull, and no shine. If they're good enough for the Queen of France, they're good enough for me, and should be good enough for you. Das Ereignis, für das dieser hochstaplerische Triumphbogen errichtet wurde, war der Besuch Maria von Medicis in Amsterdam. Bei dem Namen Medici denkt man natürlich unweigerlich an Geld. Die Medici waren die große Bankiersfamilie in der Stadt Florenz. Ein Name, der einen guten Klang hat in der neuen Stadt des Geldes, Amsterdam, das Florenz des Nordens. Maria von Medici war mit dem französischen König Heinrich IV. Verheiratet, der sie für den Fall seines Todes zur Regentin für ihren Sohn Ludwig XIII. Bestimmt hatte. Nach mehreren Jahren schwieriger Regentschaft übernahm ihr Sohn die Macht und sie wurde abgesetzt. Als ehemalige Regentin von Frankreich bereiste sie auf der Suche nach Geld und Unterstützung die Länder Europas und weilte auch zu einem königlichen Besuch in der neuen Stadt des Geldes, Amsterdam. Ein turbulentes Ereignis für eine kleine Republik, der die Ehre eines Besuches der Königin Mutter von Frankreich zuteil wird. France. It meant status, honor and kudos. Das bedeutete Ansehen, Ehre und Prestige, vor allem für ihre Ehrengarde, zu der nach heftigem Gerangel um dieses Amt die Schützenkompanie der Amsterdamer Musketiere aus dem 2. Bezirk bestimmt wurde. Diese stand unter dem Befehl von Hauptmann Piers Hasselburg und seinem Leutnant Piers Egremont, siegreiche Franzosen, die sich 2 Generationen zuvor in Holland niedergelassen hatten, um als protestantische Hugenotten der Verfolgung in Frankreich zu entgehen. Egremont was a gracious womanizer. Handsome, you can see that. Perhaps over gallant. He worked hard at it, but he never took, as far as I can see, what he was not offered. It is true he certainly was loved by the ladies, above and below stairs. Which brings us to the deceased Hasselberg. What was your relationship to the deceased? I met him in the Van Belfields on the day we witnessed the militia company at target practice. The day Rembrandt was hit in the face by an exploding musket. And the last time I saw him, if you don't count his corpse at his funeral, was in our house when Rembrandt was thinking of painting a nativity with Titus as Christ's child. Lieutenant Egremont was accused by Jonkent and Clement and Floris Banningcock, all reputable officers, of being the central figure associated with the murder of Captain Hasselberg. Do we believe the word of your husband against theirs? You know that I believe my husband. No doubts? Absolutely not. No doubts. Die hocherfreute Maria von Medici schlug vor, die Schützenkompanie der Amsterdamer Musketiere, die unter dem Befehl von Offizieren französischer Herkunft stand, solle sich von einem großen, französisch sprechenden Maler malen lassen. Dieser sprach nicht nur Französisch, sondern noch weitere Sprachen und war kein geringerer als Peter Paul Rubens. Rubens hatte Maria von Medici in einer Reihe von riesigen, kühnen Bildern, die sie als klassische Heldin in einem großen monarchischen Drama zeigen, maßlos geschmeichelt. Natürlich mit überbordender Nacktheit, Allegorie und Theatralik. With excessive amounts of nudity, allegory and theatrical drama. Auf ihre Veranlassung erhielten Hauptmann Hasselburg und seine ganze Kompanie Geschenke und damit wuchsen ihr Ansehen und ihre Ehre, so dass sie nur wünschen konnten, solch unvergessliches Ereignis möge sich wiederholen. Rubens, der höfischste römisch-katholische Maler, war im politischen Sinne alles andere als opportun. Das Geheimnis, warum, wann und wie die Nachtwache so gemalt wurde, wie sie gemalt ist,
lässt sich auf Maria von Medicis Wertschätzung für Rubens zurückführen. Was der römisch-katholische Flame Rubens heroisch für Frankreich tun konnte, das konnte der protestantische Holländer Rembrandt ebenso heroisch für Holland tun. Then the much desired prospect of a new event to honor another ex-Medici heroine. Dann zeichnete sich die freudig begrüßte Aussicht ab, eine weitere Ex-Medici-Heldin zu ehren. Ein königlicher Besuch mit noch größerer Belohnung stand bevor. Der Besuch von Maria Stuart, mütterlicherseits eine Medici. Die Prinzessin war die Tochter des regierenden britischen Königs Charles I., der wegen Geld, Privilegien und der Religion schwere Auseinandersetzungen mit seinem Parlament hatte. Die Prinzessin war noch sehr jung und in unvollzogener Ehe mit Prinz Willem verheiratet, dem Erben des holländischen Hauses Oranje. Of the Dutch House of Orange, Prince William. When monarchies are in trouble, they send their females begging. Diese Mission diente keinem geringeren Zweck, als die englischen Kronjuwelen zu verpfänden, um Charles die Monarchie und das Königreich zu sichern, der wegen seiner Auseinandersetzungen mit dem Parlament befürchtete, es könne zu einem Bürgerkrieg in England kommen. Coming civil war in England. The King of England's pawn shop deal. Crown jewels going back to Edward the Confessor and William the Conqueror. We're all in on this deal. Well, most of us are in on this deal. The captain and the lieutenant aren't. Access to the English crown jewels was a superlative opportunity. Das war eine grandiose Chance, an die englischen Kronjuwelen zu kommen, die zumindest den potenziellen Pfandleihern und Unterhändlern einen enorm hohen Zinssatz garantierten. And since most were certain. In der kleinen holländischen Republik, in der die meisten ohnehin der Ansicht waren, ganz Europa solle republikanisch werden, war man sicher, dass der englische König gegen das Parlament verlieren würde und die enormen englischen Vermögenswerte den Holländern zufallen würden, vor allem den Geldverleihern in Amsterdam. To the moneylenders of Amsterdam. Die Gelegenheit für betrügerische Machenschaften. Sollte es der Amsterdamer Musketierkompanie gelingen, sich durch das Amt der Ehrengarde Zugang zu den neuen englischen Gästen zu verschaffen, würde sie das in eine extrem günstige Verhandlungsposition bringen und die Aussicht auf Reichtümer und Vorrechte ins Unermessliche steigern. How would it have been if you'd been obliged to paint the portrait of a one-eyed captain of the militia? Lying on his back, in a coffin, dressed like a grandmother in bed? Der ehrenwerte, von Franzosen abstammende Hauptmann Hasselburg musste verschwinden. Sadness to meet on such an occasion. And the Anglophile Dutch military. Und der englandfreundliche holländische Hauptmann Banningcock und sein Leutnant Willem van Reutenburg sollten den Befehl über die Amsterdamer Schützenkompanie übernehmen. Und genau das ist auch passiert. This is exactly what happened. Anfangs war nur geplant, Hauptmann Hasselburg und Leutnant Egremont auf neue militärische Posten in Utrecht zu versetzen. To new military positions in Utrecht. Doch die Ungeduld der Verschwörer und die Notwendigkeit, rasch zu handeln, machte sie empfänglich für den Vorschlag der beiden Verwandten von Banningcock, Floris und Clement. Floris and Clement. I have never met a painter before. For a swifter, nämlich schneller und gewalttätiger zu handeln, Mord getarnt als militärischer Unfall. Military accident. Warum gab man dem Bild den Namen Die Nachtwache? Handelt es sich wirklich um eine nächtliche Szene? Den Titel Die Nachtwache erhielt das Gemälde etwa 1715, als eine städtische Polizeieinheit in Amsterdam eingesetzt wurde, um die Bürger in der Nacht vor kriminellen Aktivitäten zu schützen. Und die Mitglieder dieser Polizeieinheit, die mit Waffen und Fackeln durch die nächtlichen Straßen patrouillierten, nannte man die Nachtwache. Die Dunkelheit des Bildes, das nur durch eine Art künstliche Beleuchtung erhellt wurde, war von Anfang an Gesprächsstoff gewesen und war, neben dem allmählichen Nachdunkeln des Bildes,
der Grund dafür, dass man es mit der neuen Amsterdamer Polizeieinheit identifizierte, und so erhielt das Gemälde den bekannten Titel. And gave rise to the familiar title. There is no reason to consider, in fact, that this is a nighttime painting. Es gibt keinen Grund dafür, dass es sich um ein Nachtstück handelt. Doch Rembrandt könnte dem Gemälde ganz bewusst einen düsteren Anstrich gegeben haben, war es doch seine Absicht, ein Drama aus Intrige, Verschwörung und Mord darzustellen. Und darin liegt auch die Faszination und die Kraft und das Neue an diesem Gemälde. And novelty. Some made remarks about how dark the painting was. But that in itself was a comment on the theatrical lighting they had so recently witnessed on the stage. Rembrandts reputation as a master of... Zu Recht bezeichnet man Rembrandt als Meister des Lichts, der Beleuchtungseffekte und des Chiaroscuro. Er ist der vierte der großen europäischen Meister des Hochbarock im 17. Jahrhundert, die das künstliche Licht erforschten. Century High Baroque investigated artificial light. Caravaggio, Rubens, Rembrandt, Velázquez. Man könnte behaupten, dass mit diesen vier Malern das Kino begonnen hat. Sie waren als Erste ernsthaft und konsequent daran interessiert, künstliches Licht zu malen. In the painting of artificial light. And this is partly to do with two, not inventions. Das hat unter anderem mit zwei wesentlichen Verbesserungen traditioneller Technologien zu tun. Bei der Herstellung von Kerzen und bei der Herstellung von Spiegeln. In the production of the mirror. Die Kerze und der Spiegel könnte eine poetische Beschreibung des Kinos lauten. Von der Dunkelheit in das Licht. Bis Mitte des 16. Jahrhunderts gingen die meisten Menschen bei Sonnenuntergang schlafen und standen bei Morgengrauen wieder auf. Künstliches Licht war kostspielig. Nur die Aristokratie und die Kirche konnten es sich leisten. Wie viele Bienen waren nötig, um eine Wachskerze herzustellen? Gegen Ende des 16. Jahrhunderts erfand man in Nordeuropa die Talgkerze. Das 24-Stunden-Licht begann seinen langen Marsch bis in die Neuzeit, wo die künstlichen Sonnen rund um den Globus niemals erlöschen. Das Tageslicht und kurioserweise auch die Zeit selbst wurden länger. Das neue künstliche Licht konnten sich auch die Bürger leisten, ja sogar die Bessergestellten unter den Armen. Die Talgkerzen rußten, rochen und waren schnell abgebrannt und die Dochte mussten ständig abgeschnitten werden. Doch man kann nun abends vom Tisch zum Bett, denn so etwas wie ein Schlafzimmer gab es noch nicht, ohne dass man im Dunkeln mit dem Zeh an etwas stieß. Man konnte einander sehen, wenn man sich entkleidete. Man sah die Schatten und die Dunkelheit. Man konnte es sogar selbst herstellen, das Dämmerlicht und das Schlaglicht. Und genau das taten die Maler. Eine gänzlich neue Welt eröffnete sich ihnen. Und Maler mit Talent und Ansehen nutzten diese neuen Möglichkeiten voll. Und genau dies tat auch Rembrandt in der Nachtwache. Vielfältige Lichtquellen, die Möglichkeit mehr als einer Sonne am Himmel, Manipulation von Schatten und Reflexen, von Lichteffekten und Schlaglichtern. Wer in der Logik des Sonnenlichts denkt, wird enttäuscht sein, wenn er all die Lichtquellen zurückverfolgt. Aber der Maler hat einen Freibrief und den geben wir ihm bereitwillig, wenn wir Drama, Aufregung, Fantasie und Magie wollen. Magic. Italien übte eine magische Anziehungskraft auf Maler aus. Alle holländischen Maler, die etwas auf sich hielten, gingen früher oder später nach Italien, um zu sehen, zu studieren, zu lernen und auch um die notwendige Aura malerischer Authentizität zu erwerben. And if you haven't been to Italy, what the fuck do you know about Italian paintings anyway? Rembrandt. Natürlich respektierte, kopierte und bewunderte Rembrandt die italienischen Maler und eiferte ihnen nach.
Er ist jedoch nie nach Italien gereist. Auf die Spötteleien, er sei ein provinzieller Stubenhocker, entgegnete er: Warum soll ich nach Italien reisen, wenn Italien zu mir kommen kann? Im Computerzeitalter klingt das völlig normal. Aber während wir uns durch einen Tastendruck Zugang zur Welt verschaffen, verschaffte Rembrandt ihn sich durch das Druckgewerbe. Der Handel mit Drucken italienischer Meister blühte, so dass die italienische Malerei durch die Märkte von Antwerpen, Utrecht, Rotterdam und Amsterdam in ganz Nordeuropa bekannt wurde. Rotterdam and Amsterdam. Die Nachtwache ist ein Historiengemälde in der großen italienischen Tradition. Warum? Sicherlich, um dem Ganzen Glaubwürdigkeit zu verleihen und Rembrandt selbst Ansehen zu verschaffen. Nicht etwa aus Bewunderung für diese Tradition, sondern um sich darüber lustig zu machen. But to mock it. Are you being satirical, von Rhein? Is this a satire? Hier sehen wir Rembrandts Raub der Proserpina, gewiss ein Gemälde voller satirischer Absichten. Und in seiner Entführung Europas wird das Ereignis durch alberne Frauen, die nichts als schreien können, absichtlich trivialisiert. In seinem Doppelbild, das Bad der Diana mit Aktaion und Callisto und die Entdeckung der Schwangerschaft Callistos, macht Rembrandt sich lustig über die albernen Sexualdramen. Als Aktaion beim Jagen Diana belauschte, die mit ihren Nymphen badete, verwandelte diese ihn aus Rache in einen Hirsch, der von seinen eigenen Hunden zerrissen wird. Callisto, von Zeus geschwängert, versucht, ihre Schwangerschaft zu verbergen, wird aber von den anderen Nymphen bloßgestellt und von Diana verstoßen. Zwei klassische Geschichten eines fragwürdig legitimierten Voyeurismus, der bei Rembrandt in mehreren satirischen Beobachtungen seinen Niederschlag findet. Hier sehen wir, wie der Knabe Ganymed von Zeus, der sich in einen Adler verwandelt hat, in den Olymp entführt wird, um ihm als Lustknabe zu dienen. Rembrandt lenkt die ganze Aufmerksamkeit zuerst auf den Hintern und den Penis, um dann das sexuelle Verlangen durch das jugendliche Alter, das verzerrte Gesicht, den tropfenden Urin und den allgemeinen Zustand der Erniedrigung Ganymedes zu ironisieren. Das sexuelle Verlangen schwindet und diejenigen, die es hatten, werden verspottet. Satire und Spott sind nichts Neues in Rembrandts Waffenarsenal und auch bei der Nachtwache setzt er beides wieder ein. Noch etwas anderes zeichnet das Italien des 16. und 17. Jahrhunderts aus. Es ist das Land des böswilligen Verrats, der brutalen Morde, der schweren Treuebrüche, der boshaften Rache und der politischen Gewalt. I accuse you, gentlemen, of murder. Nordeuropäische Schriftsteller wie William Shakespeare und John Webster ließen ihre Verrat- und Rachedramen in Verona, Venedig, Florenz, Amalfi oder Rom spielen. Rembrandt persifliert den italienischen Stil und die Art zu malen, um zu zeigen, dass auch in Holland inzwischen Verrat, Verschwörung und Mord an der Tagesordnung sind und Amsterdam die italienische Politik plötzlicher Ermordungen übernommen hat. Of sudden assassination. And a republic tempered by assassination is not the Dutch way. We do not assassinate like this, like Italians, like Romans. Or do we? Will we? And if Holland has not. Und wenn das in Holland doch nicht der Fall sein sollte, wird es dann mit dem Mord an Hasselburg gang und gäbe werden? A Dutch habit. Might we suggest. Es könnte doch sein, dass Rembrandt ein Prophet war und auf die schrecklichen Morde an den Brüdern de Witt im Jahre 1672 in Den Haag anspielte. Oder vielleicht sogar auf den Mord an Pim Fortuyn 2002 im Mediapark von Hilversum. Oder auch auf die Ermordung von Theo van Gogh in den Straßen von Amsterdam im Jahr 2004. Rembrandt hatte den Auftrag für das Gemälde möglicherweise Ende 1640 von Hauptmann Hasselburg und seinem Leutnant Egremont durch die Vermittlung seines Kunsthändlers Hendrik Eulenburg bekommen. By Rembrandt's dealer Hendrik Eulenburg. If I benefit, and it's for me to say how, we need to find out, you could benefit too. Push up your price. Inclusive or exclusive of your fee?
Well, I obviously don't expect extras from you. Those days are over, I think. I feel. I know. I'm sure. Then the situation of the... Die Auftragssituation änderte sich schlagartig für Rembrandt, als Hasselburg ermordet worden und sein Leutnant Egremont untergetaucht war. Ihm gab man die Schuld an Hasselburgs Tod. Man warf ihm vor, dass es nur durch seine Verantwortungslosigkeit zu dem Unfall gekommen sei. Um ihre Verschwörung zu kaschieren, war den neuen Auftraggebern, allen voran der Familie Banningcock, daran gelegen, dass alles so weiterging wie zuvor. Nach gespielten Zögern erneuerten sie den Vertrag mit Rembrandt. Der Fähnrich Visser war mit Sicherheit auch an dem Komplott beteiligt, ebenso wie Kemp, Engelen und de Roy sowie in unterschiedlichen Ausmaßen alle anderen Offiziere und die meisten, die zum inneren Kreis gehörten. Natürlich kräftig unterstützt von der Familie Banningcock, deren Familienbande in Amsterdam sehr stark waren. Beherrscht wurde die Familie von Banningcocks Mutter, die unterstützt wurde von den de Graafs, deren Oberhaupt Andries de Graaf war, 1640 der reichste Mann in Amsterdam und Banningcocks Schwager. And certainly Banningcocks brother-in-law. We want to ask you of your relationship to the seven major personalities accused. Captain Franz Banningcock, Lord of Permoland, Lieutenant Reutenberg, Lord of Vladigen, Sergeant Deacon Rombert Kemp, Sergeant Engelen, Standard Bearer Vischer, Firing Master Martin Gale, and Ensign Horatio Aiken. My husband was certain that everyone in the painting stands accused. We will keep the accusations presently to those named, if we may. Captain Franz Banningcock. Through my cousin, Hendrik van Ulenberg, I met Banningcock's servant Joachim, who paid me 50 guilders, half the fee for Banningcock's full-length portrait in the militia painting. I've spoken the slightest pleasantries with him on only three occasions, when he came to our house in the Breedstraat for portrait sittings. Banningcock, Lord von Purmerland, war kein Lord von Geburt oder durch Erbe, sondern hatte den Titel durch Heirat erworben. Sein Schwiegervater, der keinen männlichen Nachkommen hatte, war der erste Träger des Titels und das Familienvermögen von Banningcocks Frau war hauptsächlich durch Gewürzhandel erworben worden, vor allem mit dem Nahen Osten. Banningcock ist der Mann in Schwarz. Warum ist er schwarz gekleidet? Red sash, I think. And the black suit. Let's see. Good. I think we'll have a gesture. A gesture, like a Roman officer. Not Greek. There. There. And the... That's it. Flat sole shoes. This, I think. Oh, and a man in black. Satan, ganz in Schwarz gekleidet. Schwarzer Hut, schwarzes Wams, schwarze Kniehose, schwarze Strümpfe und schwarze Schuhe. Mit einer dämonenhaften karmesinroten Schärpe, ja sogar mit der Andeutung eines verkrusteten Drachenschwanzes zwischen den Beinen. Here is a great curiosity. Doch etwas ist seltsam. Das Bild wird dominiert von den beiden Figuren Banningcock und Reutenburg. Freunde und Waffenbrüder, Hauptmann und Leutnant, beide im Adelsstand. Beide Männer haben in etwa denselben militärischen Rang und das gesellschaftliche Leben der beiden Männer dürfte auch in etwa dasselbe sein. Banningcock ist ziemlich groß dargestellt. Yes, the English say the Dutch are getting taller all the time. And that seems not to be the case, though, with little Willem, do you think? Little? Little? You think Willem is little? But Willem... Aber Willem von Reutenburg ist kleiner, sehr viel kleiner. So viel kleiner, dass er Banningcock nicht einmal bis zur Schulter reicht. Beide stehen auf gleicher Höhe, im gleichen Abstand zum Betrachter. Legitimate painter's armory, flatter, praise... Insult, abuse, accuse. Accuse?
Are you going to do the same? Now the painters are... Maler haben einen Freibrief, der sie zu Gefälligkeiten berechtigt. Es könnte sein, dass viele Maler den Gemalten ein wenig schmeicheln wollten und deshalb Dinge auf der Leinwand etwas gefälliger darstellten, als sie in Wirklichkeit waren. Nicht so Rembrandt. Selbst wenn Willem von Reutenburg wirklich größenmäßig benachteiligt war, so würden das nur wenige wissen und nur wenige wären imstande, den Menschen mit dem Bild zu vergleichen. Wer konnte also wissen, ob Rembrandt einen kleinen Mann etwas größer gemalt hat? Rembrandt hat sich ausdrücklich dagegen entschieden. Er hat Willem von Reutenburg kleiner dargestellt als seinen Hauptmann, und zwar viel kleiner. Man könnte sagen, er hat einen Zwerg aus ihm gemacht. A shorty. Vladingen! Fucking hell! Vladingen! Vladingen! Where is Vladingen? Henrika? Do you know? Vladingen! Who are you? Where are you? Wherefore art thou? Fucking Vladingen! Das Gemälde konzentriert sich bedeutsamerweise auf eine einzige Geste, auf Bunningcocks Hand, die sich dem Betrachter entgegenstreckt. Liegt darin eine tiefere Bedeutung als der Wunsch, dass seine Kompanie vorankommt? That's not Bunningcock's hand, is it? It looks like it doesn't belong to the arm. Is that an observation or a criticism? But you're right, it's not his hand. That belongs to Piers Hasselberg. Manch ein Kunsthistoriker hat sich mit dieser Hand beschäftigt und wurde tatsächlich mit Kommentaren wie dem verspottet, Bunningcock strecke seine Hand nur aus, um zu sehen, ob es regnet. Und doch wirkt es durch die Art, wie die Hand, die aus dem schwarzen Hemd herauskommt, gemalt ist, nicht ganz überzeugend. Liegt es daran, dass es tatsächlich nicht Bunningcocks Hand ist, sondern Hasselbergs? Ein bedeutungsvoller Überrest dessen, der ursprünglich diese Position eingenommen hatte? Will Rembrandt uns an etwas erinnern? Schließlich ist es die linke Hand, die diese Geste macht, die Unglückshand, wie man es aus dem Lateinischen ableiten kann. Nur ein Toter reicht einem die linke Hand zum Händedruck. Und noch etwas Seltsames fällt auf. Während Bunningcock dem Betrachter die linke, unbehandschuhte Hand entgegenstreckt, steckt seine rechte Hand in einem Handschuh. Doch der Handschuh, den er mit spitzen Fingern in seiner behandschuhten rechten hält, so als wäre er etwas Unangenehmes, ist nicht etwa ein linker Handschuh, wie man annehmen sollte, sondern ein rechter. Es gibt eine Erklärung, die das Gemälde und seine Bedeutung in einen ganz anderen Blickwinkel rückt. 5 Jahre zuvor, 1637, hatte Rembrandt von Andries de Graaf, Amsterdams prominentestem und reichstem Bürger, den Auftrag erhalten, ein lebensgroßes Porträt von ihm zu malen. There is my brother-in-law, Andries de Graaf, to remember. That business of the return painting wasn't very good, was it, Rembrandt? We understood he threw the glove at you, so to speak. A challenge, so to speak. Well, he tends to be touchy and tetchy, I suppose. It's not too late for you to change your mind. And I would hate to have to sue you for non-payment, like your brother-in-law, who, you must know, lost his case. Andries de Graaf hatte sich offenbar geweigert, das Bild anzunehmen und zu bezahlen. Angeblich sollte seine Frau dahinter stecken, weil ihr sein Aussehen missfiel. Rote Wangen, betrunken, schwankend, unsicherer Blick. Und Eingeweihte erkannten an der mit Nägeln beschlagenen Tür und der steinernen Büste eines Römers ein bekanntes Wirtshaus, das Geschäftsleute besuchten, die gerne etwas tranken und manchmal auch andere Dienste in Anspruch nahmen, die dort geboten wurden. And sometimes other favors supplied there. War Rembrandt vielleicht ein bisschen ironisch, wenn nicht gar zynisch? Nachdem Rembrandt gebührend entlohnt worden war, übergab er Andries de Graaf das Bild, dem er im wahrsten Sinne des Wortes eine Fußnote hinzugefügt hatte,
nämlich einen rechten Federhandschuh, den er Andries vor die Füße geworfen hatte. Andries de Graaf soll Banningcock gezwungen haben, diesen Federhandschuh aufzuheben und, wie es das Ritual verlangt, sollte Banningcock, der den Handschuh aufgehoben hatte, so etwas wie einen persönlichen Kampf gegen Rembrandt führen. Alles wegen der Familienehre, denn Andries de Graaf und Banningcock waren Schwäger. Ein Besucher des Reichsmuseums, der offensichtlich begriffen hatte, was Rembrandt mit der Nachtwache sagen wollte und darüber beunruhigt war, nahm ein Küchenmesser aus der Tasche seines Regenmantels und beschädigte das Bild durch Schnitte schwer. Er erkannte in Hauptmann Banningcock den Teufel, der Christus in die Unterwelt locken wollte. Mit seiner Tat bezog er sich auf ein Ereignis in der goldenen Legende, dem mittelalterlichen Buch biblischer Apokryphen, das bekannt ist als die Höllenfahrt Christi. Zwischen der Kreuzigung und der Kreuzabnahme Christi, beides Ereignisse, die von Rembrandt gemalt wurden, machte Satan sich den Tod Jesu und die Tatsache zunutze, dass er seinen Vater verleugnet hatte. Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Und nahm Christus mit in die Hölle, in der Hoffnung, ihn hier als Rache an seinem Vater in Unterjochung zu halten. Banningcock als Satan, der Mann in Schwarz, ist gekleidet wie ein Zivilist, obwohl er in Wirklichkeit nur ein verkleideter Soldat ist, der seinen militärischen Ringkragen unter dem Spitzenkragen versteckt. Ohne Sporen, ohne Brustharnisch. Während Willem als Christus unverkennbar ein Soldat ist, der Soldat als der auferstandene Christus erstrahlt in Weiß, Gelb und Cremefarben. Wenn diese Anklagen nicht ausreichen, beachten Sie, dass Banningcock, der Ihnen, dem Betrachter, die Hand entgegenstreckt, mit eben der linken Hand im Begriff ist, Christus in die Hölle zu führen. Und die Finger seiner linken Hand haben keine Fingernägel. Ist das nicht ein todsicheres Zeichen für Banningcocks dämonische Natur? Certain sign of Banningcocks demonic nature. Willem van Reutenburg trägt eine Waffe, eine sogenannte Partisane. Das ist eine Waffe mit langem Stiel und schwertartiger Spitze zum Stechen und Stoßen und nur im allergrößten Notfall zum Werfen, denn sie ist sehr schwer. Hat man sie aber mal geworfen, wenn auch sicherlich nicht sehr weit, ist sie im Chaos eines Schlachtfeldes nicht leicht wiederzufinden. Wir können nicht umhin zu bemerken, wie diese Waffe positioniert ist. Genau auf einer Linie mit Willems Genitalien. Die Form der Waffe lässt einen unweigerlich an einen erigierten Penis denken. Die Seitenteile sehen aus wie Hoden. Und die Quasten könnten vielleicht sogar Schamhaare andeuten. Wenn man das Gemälde einmal auf diese Weise betrachtet und interpretiert hat, ist es sehr schwer, es anders zu sehen. Rembrandt, der ein Meister seines Fachs war und das Talent besaß, jeden Gegenstand genau so zu malen, wie und wo er ihn haben wollte. Höher, niedriger, weiter links, weiter rechts. Und ihm dennoch den Anschein illusionistischer Realität zu geben, beschloss, ihn genau so zu malen, wie er es getan hat. Mit Sicherheit wollte er damit einen Hinweis auf Willems exzessiven phallischen Exhibitionismus geben, eine gemalte Demonstration seiner vielen Frauengeschichten. Interessant ist, dass diese Waffe, die Partisane, 1642 gar nicht mehr auf dem Schlachtfeld benutzt wurde, sondern nur noch bei feierlichen Anlässen getragen wurde. Sie war eine Antiquität, ein Überbleibsel aus vergangener Zeit. Will Rembrandt damit andeuten, dass Willem van Reutenburg mit seinem gekauften Titel eines Lords, seinem Zwergwuchs und seiner exhibitionistischen Uniform der Besitzer eines übergroßen, aggressiven, phallischen Apparates war, der zu nichts mehr nütze war? Röntgenbilder des Gemäldes zeigen, dass Rembrandt drei Anläufe genommen hat, um die Partisane zu malen,
und sie wurde mit jedem Mal länger, was darauf hindeutet, dass er seinen Spott verstärken wollte. Wenn wir einen Blick auf den Schatten von Bunningcocks linker Hand werfen, seiner unbehandschuhten linken Hand, der Unglückshand, den Schatten, der auf den Körper seines Leutnants fällt, können wir leicht feststellen, dass er auf seinen Unterleib fällt, oberhalb der Genitalien. Vielleicht zeigt der Schatten ihr Ersatz, was die Hand nicht zeigen mag. Ist das ein Hinweis Rembrandts auf Bunningcocks homosexuelles Verlangen nach seinem Kameraden? Und ist die Größe, die Form und die Position von Willem van Reutenburgs Partisane vielleicht die gemalte Antwort auf Bunningcocks Verlangen? Return anatomical response to Bunningcocks desire. In beiden Fällen kann Rembrandts Wunsch, das Paar anzuschwärzen, nicht unbemerkt bleiben. Company forward! Lead out the man! Much has been made. Rembrandts Fähigkeit, das Klangliche in seinen Bildern anzudeuten, wurde immer wieder hervorgehoben. Bei dem Doppelporträt des Mennonitenpredigers Cornelis Anslo und seiner Frau, das Rembrandt zwei Jahre zuvor vollendet hatte, widmete er Anslos Macht, die Zuhörer durch seine Predigten zu fesseln und anzuregen, besondere Aufmerksamkeit. Und es gelingt Rembrandt, das gesprochene Wort in seinem Bild deutlich werden zu lassen. Anslos Fähigkeit und das Ansehen, das er sich aufgrund dieser Fähigkeit erworben hat, lenken unsere Aufmerksamkeit auf das, was wir glauben, hören zu können. Paintings are normally silent. However, we can give this painting, this picture, this image, sound. There is, of course, another sound. Hinter all dem steckt eine Absicht, die für seine Beschreibung von Verschwörung und Mord von Bedeutung ist. Rembrandt fordert uns auf zu hören. Und wenn wir dieser Aufforderung folgen, verstehen wir sofort, warum er uns darum gebeten hat. Denn das Lauteste an dem Gemälde, der hervorstechendste Ton, ist der Schuss aus einem Gewehr. Vieles deutet darauf hin, dass Rembrandt die militärischen Ambitionen seiner möchtegern Bürgersoldaten aufs Korn nehmen wollte. Apparently, I'm not supposed to show the enemy how to load and fire the new muskets. So, I'm painting the muskets upside down. Für drei seiner Musketiere nahm Rembrandt Abdrucke in dem illustrierten Militärblatt The Exercise of Arms zum Vorbild, eines der berühmtesten Bücher des 17. Jahrhunderts, ein Handbuch für Waffen und Artillerie, das 1607 erschienen war. Die Originalzeichnungen waren bereits 1597 vollendet, doch die Veröffentlichung des Buches wurde wegen nationaler Sicherheitsbedenken hinausgezögert. Man befürchtete, der Feind würde zu viele holländische Militärgeheimnisse erfahren. Die erwähnten Illustrationen waren sehr bekannt, besonders bei den Anwärtern für die Amsterdamer Bürgermilizkompanien. Indem er diese Quelle zitiert, zeigt Rembrandt den Bunningcocks und ihren Kameraden, dass er sich in diesem Bereich auskennt. Er weist darauf hin, dass er es mit seinen Nachforschungen ernst meint und erinnert sie an die glorreiche Vergangenheit der Amsterdamer Miliz und sagt ihnen, was er von ihrer Fähigkeit hält, diesen Standards gerecht zu werden. Was ist mit dem dritten Mann? Der Mann, der auf den Abzug der Muskete drückt, die Hasselburg tötet.
The Shooter. Der Schütze, dessen Gesicht verborgen ist und damit auch seine Identität. And fire. So you see that without a musket stand, the aimer is in full control of the trajectory of the bullet. So, in order for this to work, the aimer, let's say Gale or Yonkin, has to be in close association with the lieutenant who shouts the orders to fire. Someone shot Hasselberg in the eye! They shot him through the right eye! Into his brain! He's dead! Who is this soldier? Wer ist dieser Soldat, dessen Gesicht verdeckt ist, damit wir es nicht erkennen? Er ist jung, ein Heranwachsender, gut gekleidet. Ein Anfänger mit dem Ehrgeiz, ein perfekter Soldat zu werden, ein perfekter Musketier. Musketier. And Ensign Horatio Aiken. If I had heard about him, I never remembered who he was. Apart from the figure in the painting, the adolescent with a smart uniform, a brass helmet and oak leaves attached. No face, and therefore impossible to know who he was by seeing his visual identity. Which was Rembrandt's whole point. So many portrait faces in that painting that not to paint a portrait face was a comment in itself. Something we were immediately drawn to. Die Nähe zu den anderen beiden jungen Männern deutet darauf hin, dass er möglicherweise zu ihnen gehört. Fired by a 12-year-old boy, too young to be a soldier. Well, it could be Horatio Aiken. Hmm? He's from the orphanage. He was out that afternoon shooting. The afternoon it was pouring with rain. Marita said he came back wringing wet and shivering and wouldn't talk. Then Dirk came in later and told everyone that Hasselberg was dead. And Horatio told him to shut up and then locked himself in the privy. The boy was an innocent drawn into the affair. The dupe who pulled the trigger. The innocent, ignorant trigger puller, hardly to be blamed. Even by the most persistent and the most cynical. We cannot blame Horatio. He was planted. The plotters know who he is, and now I can show so do we. We can include him in the picture, not by using his face, but by using his name. Horatio Aiken. Oak. Oak leaves. What of Yonkind? Was ist mit Yonkind, dem sogenannten Zielenden, den Rembrandt als Mitverschwörer zwischen die beiden Hauptverschwörer Banning Kok und Willem von Reutenburg stellt, so dass sie zusammen ein Dreieck der Schuld bilden? Three of them making a guilty triangle. What is that? Was bedeutet jene Geste mit der behandschuhten Hand, die einzige Geste, die beweist, dass niemand auf dem ganzen Gemälde den furchtbaren Musketenschuss gehört oder das explodierende Pulver gesehen oder wahrgenommen hat, das aus dem Lauf schoss? Eine Geste, die vor nur einer halben Sekunde gezeigt hat, worauf der Schießende zielen soll. Just a half a second ago, be naming the direction of the barrel of that musket. Fire! Clear! You've forgotten the order to aim. Hmm? Who's doing the aiming? Well, surely the shooter aims his own musket, no? You would have thought so. Not without a musket stand. So, what have we been... Was haben wir also beschrieben? Die beiden Hauptverschwörer Banning Kok und van Reutenburg haben das Szenario für einen angeblichen militärischen Unfall vorbereitet. Where Yonkin, in the absence of the lieutenant... In Abwesenheit von Leutnant Egremont, der die Verantwortung für den Feuerbefehl trägt, tippt Yonkin den Lauf der Muskete an, die von dem vorher erpressten Anfänger Horatio Aiken abgefeuert wird, um Hasselburg mit einer Kugel durch das rechte Auge zu töten. Auf diesem Gemälde sind zwei Frauen zu sehen. Was machen sie dort in einer Menge von 32 Männern und einem Hund? Die erste Frau ist nicht zu übersehen. Hell erleuchtet, in einem glänzenden gelben Kleid, den Kopf direkt im Licht, die dunklen Pupillen kontrastierend mit dem matten Weiß und Rosa ihres Gesichts. Contrasting with the pale white and pink of her face. Weit weniger deutlich dargestellt, so viel weniger deutlich, dass allein dieser Unterschied die Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist eine Gefährtin. Wenn man genau hinsieht, kann man sie erkennen. Man sieht ein rechtes Ohr, blonde Haare, ein blaues Kleid, ein hinreichend gemalter Beweis, um anzunehmen, dass es sich um ein weibliches Wesen handelt. Das ist keineswegs eine seltsame Feststellung, wenn man bedenkt,
dass manch einer geglaubt hat, dass es sich bei dem Mädchen in dem gelben Kleid um einen männlichen Zwerg handelt. Einige Betrachter äußerten Zweifel daran, dass es sich tatsächlich um ein weibliches Wesen handelt, mit der Begründung, diese Kreatur sei erstens hässlich und zweitens alt. Wie alt ist die Frage? I'm 9 now. Well, 9 going on 10. Perhaps 11. I could be 12. Maybe even older. Horatio says that's what excites them. Am I a woman or am I still a girl? What do you think? Einige waren sogar der Meinung, Rembrandt habe einen Zwerg in Frauenkleidern gemalt, einen Transvestiten, in Anspielung auf die Zwerge auf den spanischen Gemälden im Hause Habsburg Philipps IV., wie sie Velázquez gemalt hat. Zwerge kommen in der spanischen Malerei bei Velázquez, Ribera und Zurbarán vor. Dass Rembrandt Drucke von Velázquez Bildern gesehen hat, ist sicher. Aber warum sollte Rembrandt darauf anspielen? Vielleicht wollte er den Betrachtern seiner Bilder zeigen, dass ihm die Gemälde eines so namhaften Künstlers wie Velázquez bekannt waren. Obgleich Velázquez ein Parteigänger des feindlichen Spanien war, ebenso wie auch Rubens, der andere große Held. Velázquez, 7 Jahre älter als Rembrandt, war ein viel bewunderter Maler. Erhob ihn das in der Malergemeinschaft vielleicht über die Politik? Und er machte sich selbst zum Höfling, genau wie Rubens. Wir wissen, dass Rembrandt den Ehrgeiz hatte, Hofmaler zu werden. Und wir wissen auch, dass Rembrandt sich selbst als Höfling gemalt hat. War das ein weiterer Beweis dafür, dass er einfach alles malen konnte, wenn man ihn nur danach gefragt hätte? Es ist häufig geäußert worden, dass diese weibliche Kreatur ein Maskottchen sei. I'm in the painting to be to remind everyone of my father's hypocrisy and evil. Many said later that I was there just as a mascot. But what sort of mascot was that? Auf mehr als 50 holländischen Milizgemälden war niemals auch nur ein einziges Maskottchen zu sehen. Keine jungen Mädchen, keine Ziegen, keine Affen, keine Kaninchen. Nicht etwas annähernd Ähnliches, wie man es zum Beispiel bei den heutigen Fußballvereinen findet. Diese beiden Frauen, die unerschrocken, ja sogar anklagend aussehen und völlig deplatziert wirken, unter all den großen Männern, und genau in die entgegengesetzte Richtung laufen wie alle anderen, sind Teil von Rembrandts Anklage. Ihre Namen sind Marieke und Marita und beide sind uneheliche Töchter von Rombout Kemp. We are neighbors in the Breestrap. How about making a contribution to the orphanage? We have many new children, orphaned by the Spanish War. Then I think they must all be touching 30. Marieke und Marita sind Namen, die man gewöhnlich Mädchen auf dem Lande gab oder Kühen. Auf keinen Fall jedoch Namen, die das Bürgertum und schon gar nicht die vornehmen Familien ihren Kindern gegeben hätten. Beide Namen sind abgeleitet von Maria. Es sind vermutlich römisch-katholische, unterprivilegierte, heimatlose Kinder, die weder lesen noch schreiben können. Waisen? Uneheliche Kinder? Rembrandt steckt dieses unterprivilegierte Waisenmädchen vom Lande in ein herrliches Kleid aus seiner Kleidertruhe. Um sie wem zu zeigen? Um was zu signalisieren? Mit Sicherheit, um die Missstände in den Waisenhäusern anzuprangern. Waisenhäuser, die als Institutionen galten, in denen man Mitleid für die missliche Lage der Waisen empfand, entsprachen nicht unbedingt dem Ruf, der ihnen vorauseilte. Nämlich Orte tätiger Nächstenliebe zu sein. Sie waren im Gegenteil eine Quelle für billige Arbeitskräfte. Frauen als Gesinde im Haushalt und schlimmer noch in manchen Fällen sogar als Prostituierte, wobei man auch vor Kindern nicht Halt machte. The men come to the orphanage and some of the older girls, Judith, she's about 13, are taken to the bedroom overlooking the garden. And they stay there for an hour or so.
I have stood in the gallery and watched. There is some laughter, it's true, but mostly it's all done very quietly, and then there are tears. But Judith often comes back with some flowers or a new ribbon. And once, she was given a Passover cake, which she shared with me. And once, my father gave her a silver coin. He painted Marita deliberately with her face hidden. Aha! Because she hated her scarred face. But he got me to hold the coffee pot as a reference to the hot boiling water that Kemp threw in Marita's face that scarred her so badly. Maritas Gesicht ist nicht zu sehen. Was hat es mit diesen versteckten Gesichtern auf sich? Horatio und Marita, hatten sie eine gemeinsame Leiche im Keller? Schämte sie sich, ihr Gesicht zu zeigen? War es Bescheidenheit oder eine Tarnung? War es allein Rembrandts Entscheidung oder hatte Marita ihn darum gebeten? By Marita herself. Sie got me. I'm not a woman yet and they cut me to make me bleed. Wollte sie nicht erkannt werden inmitten all der Offiziere und des Bürgertums? Mit wem hatte sie möglicherweise eine Untat begangen? Warum quält Rembrandt uns damit, dass er zwar ihren Körper zeigt, nicht aber ihr Gesicht und ihre Identität? Malt er sie vielleicht als Zeugin, deren Identität nicht bekannt werden soll, in das Bild? Sie trägt nichts Wahrnehmbares zur Komposition oder zur Wirkung des Gemäldes bei, aber es muss einen Grund dafür geben, dass Rembrandt Marieke eine weibliche Gefährtin gegeben hat. Am Gürtel des goldenen Kleides ist deutlich ein Huhn sichtbar, aufgehängt an den Krallen, was auf ihre besondere Bedeutung hinweist. The upturned chicken, secured so tightly about her waist, to point to her being tied to service lechery. Barnyard hen with the white chicken feathers, a symbol of surrender and deliberately bred to lay sterile eggs at the bottom of the pecking order. With her feet tied together, powerless, submissive, imprisoned so she could never ever run away. Wings clipped, laid on her back, to forever service lust. Who's a child? Oh, Marika. Kemp's illegitimate, carrying the pot of scalding coffee that ruined her sister's face. She carries the musketeer's cockerel, hanging upside down, ready for plucking and fucking. Oh, cock-a-doodle-doo! Oh, my dame has lost her shoe! My master's lost his fiddling stick! I don't know how to do it! Rembrandts painting of the militia was cut. Für uns ist die Nachtwache nicht mehr dasselbe Bild, das es 1642 für Rembrandt war. Es ist beschnitten worden. Sobald Rembrandt es vollendet hatte, wurde es im Hauptquartier der Schützenkompanie ausgestellt und muss gegenüber den großen Fenstern gehangen haben, die zum Fluss Amstel hinausgingen, von dem Amsterdam seinen Namen herleitet. Onto the river. Then in 1715 the painting. 1715 wechselte das Gemälde seinen Standort. Es kam in das neue Rathaus auf dem Damm. Es heißt, dass der Platz, den man für das Bild ausgewählt hatte, viel zu klein war. Es sollte nämlich zwischen zwei Türen passen. Es war nicht unbedingt Missachtung, die zu dieser Entscheidung geführt hat, aber Tatsache ist, dass das Bild passend gemacht wurde. Oben wurde ein Stück abgeschnitten, an der rechten Seite, am unteren Ende und am meisten auf der linken Seite, etwa 1,5 Meter. Wer das nicht weiß, hat dadurch keinen Nachteil. Aber wenn man ganz genau hinschaut, wird man feststellen, dass an der Komposition irgendetwas nicht stimmt. Diese war nämlich ursprünglich sorgfältig ausbalanciert und arrangiert, um die Anklage zu verdeutlichen. Der Schwerpunkt des Bildes liegt jetzt in der Bildmitte, das heißt, der Hinweis auf den Schuldigen hat sich verschoben und ist nicht mehr so deutlich zu erkennen. Banning Cock starb 1655.
Aber seine Familie muss gewusst haben, dass es für sie von Vorteil wäre, wenn ein Stück des Bildes abgeschnitten werden würde. Schließlich hatten sie eine Kopie des Gemäldes in Auftrag gegeben und zu Hause aufgehängt, damit Besucher und Gäste es sehen konnten. Der wahre Grund dafür, dass ein großes Stück von der linken Seite des Originalbildes abgeschnitten wurde, war, dass sie sich von den beiden angeheirateten Verwandten, Floris und Clement, distanzieren wollten. Floris and Clement Cork. No lice, no dogs, no crabs, no peepers. For it was they indeed. Schließlich waren es Floris und Clement, die rohe Gewalt ins Spiel gebracht hatten, um sich Hauptmann Hasselburgs zu entledigen. Sie hatten den Verschwörern vorgeschlagen, Hauptmann Hasselburg durch Erschießen zu morden und es als militärischen Unfall zu tarnen. Damit sollte der Weg für die Bunningcocks freigemacht werden, die Amsterdamer Musketierkompanie zu übernehmen. Mit diesen beiden schwarzen Schafen in der Familie wollte man nicht in Zusammenhang gebracht werden. Sie mussten verschwinden und darum wurden sie aus dem Bild herausgeschnitten. Sie verschwanden in den finsteren Tiefen der Geschichte zusammen mit den Stücken abgetrennter Leinwand, die nie gefunden wurden. Here I am in my splendid uniform as an important member of this important club. I look at you and you look at me. I'm watching you and you're watching me. It has been said that man sagt, das Einzige, was das Kino je erfunden habe, sei der Blick. Eye contact. Durch Blickkontakt können wir mit einem Riesenvokabular von Blicken, Zwinkern, Grinsen, Starren, Feixen, Nicken, Stirnrunzeln, Grimassen und all ihren Zwischenstufen eine Vielzahl von nuancierten Bedeutungen übermitteln. Nicht so bei Rembrandt, jedenfalls nicht bei diesem Gemälde. Sehen wir nicht in der Nachtwache den ganz bewussten und wohlüberlegten Wunsch, dieses Mittel nicht anzuwenden? Teils aus Antipathie gegen die Figuren, die er gemalt und gekannt hat, teils damit wir uns nicht aus Sympathie mit ihnen identifizieren. Make no identification by emotional transference. Kemp ought to be castrated, the hypocritical, lecherous old wolf. Well, apparently, he's using the orphanage as a child brothel. Engelen should be booted out of the Kirchmersal. He's buying houses in the Jordan and then burning them down again to claim the insurance. Vischer. He's gone into tobacco after saying he wouldn't and forcing down the price. He's almost six. Die nahezu ausdruckslosen Gesichter in der Nachtwache sagen absolut nichts über die Gefühle der Personen aus. Sieht Bunningcock mit seinem zerzausten, ungeschnittenen Bart wirklich ausdruckslos und geistig abwesend aus? Und der kleine Willem, sieht der verschlagen aus? Und was ist mit Marieke, Joris, Geile, Kemp, De Roy? Ja, De Roy. Well, yes, De Roy. Of the 30... Von den 34 Personen auf dem Bild ist er einer von den Zweien, die uns ansehen. Direkt ins Gesicht. Und der andere ist Rembrandt selbst. Himself. All the people in your paintings are all actors. Not real people at all. Yet you have got them to do things which are real. Except, of course, because you knew what you were doing of your little portrait of yourself. You knew you were being watched. And you look at us within the old tradition of these sorts of paintings with admirable self-consciousness. You're giving yourself an old-fashioned position and responsibility in a new-fashioned painting which tries to deny that position and responsibility. So, Rembrandt. Rembrandt, der alles bestimmende Meister, nimmt eine Position im Hintergrund des Gemäldes ein. Er steht fast in derselben Entfernung vom Geschehen wie wir, die Zuschauer, nur dass wir vor dem Bild stehen und er das Geschehen aus dem Hintergrund betrachtet. Der Puppenspieler zieht die Fäden aus dem Hintergrund und lässt seine Puppen zu unserem Vergnügen und unserer Belustigung tanzen. Und wenn wir wirklich Zeugen und vielleicht sogar die Geschworenen sein sollen, die gekommen sind, um Rembrandts Anschuldigungen in Augenschein zu nehmen, dann sind wir auf doppelte Weise Rembrandts Publikum für seine Vorstellung als Ankläger und Lieferant von Beweisen. Prosecutor, provider of evidence.
What makes Rembrandt? Was veranlasst Rembrandt, eine Statistenrolle zu spielen, so wie Hitchcock? Rembrandt taucht in vielen seiner Gemälde als Statist auf. Eine Antwort könnte sein, aus reinem Vergnügen, eine andere der Einfachheit halber. Denn so könnte er selbst als Modell für seine anderen Figuren dienen. Aber der triftigste Grund ist sicherlich, dass er sich selbst als Zeugen in seine Gemälde malt. Hier in der Nachtwache bringt Rembrandt eine gefährliche Anschuldigung hervor und mit seinem Selbstporträt will er zeigen, dass er zu dieser Anklage steht und ihr stummer Zeuge ist. Ähnlich wie Zola, der sich mit seinem J'accuse furchtlos mit seiner Anklage identifiziert hat. Be a signed witness to it. Der Einzige, der uns außer Rembrandt bei der Nachtwache in die Augen sieht, ist dieser Mann, Jakob de Roy. Ein Mann mit einer Feder am Hut, gekleidet in dunkles Rot. Möchte er uns etwas sagen? He keeps on saying you ought to talk to the man in the red cloak and then decide. Who's the man in the red cloak? He is the whistleblower. Er ist der Mann, der den Skandal aufdeckt. Der Ausgangspunkt des Dramas, das beginnt, wenn wir mit ihm in Blickkontakt treten. Seine Augen werden zu unseren Augen. Augen, die sehen und beobachten, das ist Rembrandts Metier. Die Augen sind der Schlüssel dafür, Rembrandts Gemälde als Anklage zu interpretieren. De Roy ist etymologisch gesehen der König und für Kenner des chinesischen Schachs der rote König. Schauen Sie sich De Roys Gesicht an und setzen Sie es in Beziehung zur Hand von Rombaut Kemp. Folgen Sie seinem Zeigefinger, der auf die Verschwörer zeigt, und decken Sie das Komplott auf. Er muss unser Kronzeuge sein. A major witness. And then die Nachtwache ist der Wendepunkt in Rembrandts Karriere. Began to happen. The people. Die Menschen, die einst dafür gesorgt hatten, dass Rembrandt es zu einem gewissen Wohlstand und einem ordentlichen Vermögen gebracht hatte, indem sie in Porträts von sich selbst, ihren Frauen oder ihren Verwandten anfertigen ließen, gaben ihm nun keine Aufträge mehr. Die Zeit des für ihn charakteristischen überschäumenden Elans, der sprühenden Energie und der großen Gemälde war vorbei. Als ihm die wohlhabenden Auftraggeber ihre Gunst entzogen, verschlechterte sich Rembrandts finanzielle Situation. Die Gläubiger begannen, ihre Schulden einzufordern, die Hypotheken für das teure Haus wurden fällig. Mit Hilfe von Hendrikje und seinem Sohn Titus fasste er einen Plan. Um das Haus und die verbleibenden Vermögenswerte zu retten, versuchte Rembrandt, beides seinem Sohn Titus zu überschreiben, doch der Plan misslang. Die Mächtigen zeigten keinerlei Mitgefühl und erklärten ihn für zahlungsunfähig. The authorities not sympathetic. Rembrandt musste in ein ärmliches Haus in Jordan ziehen, heute ein luxussanierter, äußerst begehrter Stadtteil, aber damals schon fast draußen auf den feuchten Feldern. Sein Haus und die noch verbliebenen Vermögenswerte wurden versteigert, seine große Sammlung von Kuriositäten, Drucken und Gemälden weit unter Preis verkauft. Der einzige Auftrag, den die Mächtigen im gewaltigen neuen Rathaus auf dem Damenplatz Rembrandt noch gaben, war, sein Gemälde zu entfernen, da sie es inzwischen für unzulänglich hielten. To withdraw his painting, deemed to be unsatisfactory. Die rachsüchtigen Auftraggeber, die sich in der nunmehr angenehmen kleinen holländischen Republik mit ihren Kontakten in die ganze Welt etabliert hatten, denn hieß New York nicht ursprünglich Neu-Amsterdam und hatte nicht Peter der Große in Holland Erfahrungen für den Bau von St. Petersburg gesammelt, waren auf Rembrandts bedrohliche Anklage nicht eingegangen. Sie hatten sie einfach ignoriert. Von nun an war Amsterdam drei Generationen lang das Zentrum des wirtschaftlichen Lebens der westlichen Welt. Und die größte Macht lag in den Händen der wohlhabenden Amsterdamer Familien wie den Banning Cox, den de Graafs, den Tulps und den Sixes.
die durch Finanzen und Heiraten untereinander zu einem stabilen Block zusammengeschweißt waren, an dem die Anklage eines schäbigen kleinen Malers abprallte, der nunmehr mittellos in einem Arme-Leute-Viertel West-Amsterdams lebte. Sie hatten den großen Maler, der einst hoch im Kurs stand, mit Erfolg ins Abseits gedrängt. Sie hatten seine Verbindungen zur Mittelschicht gekappt und sein Netzwerk zerstört. Und als Grund dafür kann sicherlich die Anklage in diesem Gemälde gelten. Für die Mächtigen war der Fall abgeschlossen. Sie konnten es sich erlauben, das Gemälde weiterhin öffentlich zu zeigen, denn sie hatten den Maler erfolgreich ruiniert und seine Anklage abgewehrt. Es ist unbedingt erforderlich, diesen Fall neu aufzurollen. Die Verschwörer wussten, dass sie zu Recht angeklagt wurden. Um sich reinzuwaschen, begannen sie einen Rachefeldzug gegen Rembrandt und brachten ihn nach und nach um Ruhm und Reichtum, Haus und Hof. Damit wollten sie die Welt davon überzeugen, dass Rembrandts berühmtes Gruppenbild der Amsterdamer Bürgerwehr einfach nur Soldaten in jugendlichem Überschwang zeigte, die sich für Schießübungen versammelt hatten. Rembrandt hatte es zwar vom Sohn eines Müllers zum angesehenen Bürger gebracht, doch verwahrte er sein Geld immer noch wie ein Bauer und versuchte, Freunde in der Oberschicht zu gewinnen, wie Emporkömmlinge es zu tun pflegen. Und er schlief weiterhin mit seinen Mägden, denn mit den Frauen, mit denen er gerne auf einer Stufe gestanden hätte, konnte er nicht schlafen. Doch intelligent wie er war, durchschaute er die Verschwörer. Er wusste es besser.